Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wenn alles gut läuft, dann habe ich jetzt Zeit für zwei Spiele, vielleicht sogar für drei, aber dann dürfen die zwei nicht in die Verlängerung gehen. Aber für zwei müsste ich eigentlich Zeit haben. Da muss ich gucken, was heute Nacht noch geht. Ansonsten muss ich alle restlichen Spiele am Sonntag spielen. So, guter Gegner. Oh, der hat mal Inform Rovier, dann Thiago Silva an der Innenverteidigung und Inform Klick. Gutes Team. Konzentrieren. Ich will vor allem noch solider in der Abwehr stehen. Diese Lackertore, die sind zwar ärgerlich, aber die kommen halt teilweise auch einfach zustande, weil man dann halt nicht den Zugriff zum Gegner nochmal bekommt. Also, wie ich sage, Lackertore heißen ja nicht so, weil man da groß was dafür kann. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass man, wenn man gut steht, die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass sowas passiert. Und das ist halt das, was ich jetzt noch mehr fokussieren will. Komische Ballername von Piszczek. Das hätte ich nicht gedacht, dass Klick hier schafft reinzulaufen. Gut gemacht von Sokrates. Bin auch wieder auf Hummels gespannt, aber da hat mir eigentlich ganz gut gefallen im ersten Spiel. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die richtige Position für Hummels ist. Oder ob ich mit hätte Sokrates tauschen sollen, links und rechts. Muss ich nochmal schauen. Schöner Pass. Wir machen wirklich das Kopfballtor mit Stindl. Geil. Es war aber auch eine richtig schöne Flanke von Piszczek. Krass, krass, mal wieder ein Kopfballtor aus dem Spiel heraus. Aber ich dachte einfach jetzt in der Situation, da ist noch niemand zum Anspielen in der Mitte. Du kannst eigentlich nur reinflanken. Und dann kommt die Flanke auch. Nice. Und Stindl hat sich dann wahrscheinlich das gute Positionsspiel entsprechend positioniert. Sehr geil. Am Tor wieder vorbei. Er macht vielleicht auch einen kleinen Fehler. Keine Ahnung, ins lange Eck. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Stindl ist gar nicht kopfballstark. Er ist auch nicht gesprungen in dem Fall, sondern hat einfach nur den Kopf hingehalten. Ich weiß auch nicht, was seine Kopfballgenauigkeit ist, aber die dürfte auch nicht so krass sein. Aber wieder natürlich ein sehr schwieriges Tor. Also Kopfballtore sind in meinen Augen einfach sehr schwierig. Weil Flanken zu schwer und zu blöd kommen. Und von daher, ich hoffe echt, dass Stindl so weiterspielt. Dann wird er alleine schon wegen der Quote besser als Aubameyang sein. Schade. Und das würde mich natürlich freuen, weil Aubameyang so teuer ist und aber nicht so geil wie ein Lacazette zum Beispiel. Für den Preis. Schade. Na, einem Reus kannst du aber nicht wegrennen. Oder vielleicht doch. Aber nicht den Plattenhardt. Schöner Pass von Stindl. Da dachte ich schon, wir machen jetzt hier ein Lackertor. Schade. Scheint auch ganz gerne mal über außen durchzurennen, ohne groß was zu machen. Und das ist zum Beispiel keine gute Situation für einen Pass, für eine Flanke meiner Meinung nach. Er guckt weder zum Strafraum noch ist er gut ausgerichtet, also es ist eigentlich keine gute Situation, wie gesagt. Und darf eigentlich auch nicht funktionieren. Dafür kann die Flanke noch viel zu präzise, finde ich. Das sollte eigentlich ein Seitenwechsel auf Piszczek werden. Und die Flanken sind meistens relativ schwer zu spielen. Geil gemacht von Hummels. Musste quasi wieder gar nichts machen, macht er einfach wieder alleine. Schöner Pass. Schöne Ballmitnahme von Dembélé.
Piszczek bekommt nicht sein Tor, obwohl er sich gut hinstellt und auch gute Situation hat. Guckt mal an, wie Hummels hier gegen Martial mithält. Richtig geil. Martial ist natürlich viel schneller als Hummels, selbst wenn Hummels hier Shadow hat, aber das hat er echt gut gemacht. Also ich weiß nicht, warum es Leute gibt, die sagen, dass sie Hummels für zu langsam empfinden. Also was machen die denn? Durch sein gutes Stellungsspiel, wenn man mit Shadow spielt, ist meiner Meinung nach, also bisher zumindest, ein Hummels so geil und ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch groß ändern wird. Ich denke, Hummels ist einfach ein sehr geiler Innenverteidiger. Wie gesagt, jeder Abwehrwert ist bei 99 und die Pace ist bei 75. Also so schlecht ist es ja auch nicht. Also 75 ist ja absolut okay. Wie gesagt, ich habe früher ständig mit 70er Pace Innenverteidigern gespielt, als es noch keinen Champions Freestyle gab, der Pace und sowas geboostet hat. Schade, der war eigentlich ziemlich straff aufgezogen, aber wenn die wenigstens mal ein bisschen platzierter kommen, dass sie zumindest eine Ecke produzieren. Schade, da hätte ich mit Müller den Ball besser halten sollen. Schön abgefangen von Hummels. Hätte mehr in den Lauf gemusst, der Ball. Meistens läuft er einfach durch über außen. Das kann man ganz gut antizipieren. Oh, das geht eigentlich in die Richtung Elfmeter, muss ich zugeben. Das geht eigentlich in die Richtung Elfmeter. Da haben wir ein bisschen Glück. Also vielleicht war es noch kein absoluter Elfmeter, aber eigentlich ging es schon in die Richtung Elfmeter. Also ein glasklarer Elfmeter war es auf jeden Fall nicht, aber es ging auf jeden Fall steil in die Richtung. Hätte ich mich, denke ich, schade, ganz schlechter Laufpass mit Plattenhand, den kann man viel besser spielen. Hätte ich mich über einen Elfmeter überhaupt nicht beschweren dürfen. Ansonsten ist es, denke ich, eine verdiente 1-0-Führung. Gegner hat auch noch kein einziges Mal geschossen. Wie gesagt, die letzte Situation, da habe ich ihn mehr oder weniger vom Schuss abgehalten. Das war eventuell ein Elfmeter. Ich muss mal meinen Bademantel ausziehen. Mir war ein bisschen frisch, aber jetzt ist mir warm. Auf jeden Fall mal das 2-0 machen, verdammt. Oh, da haben wir Glück. Oh, Mist, dass dann der letzte Pass nicht ankommt, ist natürlich schade. Oh, der war viel zu unplatziert. Den wollte ich auf jeden Fall mehr in die linke Ecke ziehen. Und er schießt ihn einfach zu sehr aufs Torhüter. Mist. Oh, danke. Das war natürlich ein ziemlicher Fehler. Da war es echt ultra eng. Müller hat einen guten Schuss, wenn er nicht so eng ist und wir 1-0 führen, dann kann man ruhig mal ein bisschen mehr auch die Distanzschüsse auspacken oder zumindest versuchen. Macht fast den gleichen Fehler. Schade. Schön wird so gerade abgefangen. Da kann er natürlich auch nicht nur Hummels. Oh, krass. Krass gehalten, ey. Vielleicht muss ich den flach machen, aber da so aus dem Lauf raus
hatte ich dann einfach nicht mehr die Zeit. Und eigentlich kann er den auch so reinmachen, ohne dass man da flach schießen muss. Das war einfach eine extrem gute Parade von. Von Rouvier auf jeden Fall. Schade. Oh, doppelt schade. Reus war halt komplett frei, wenn ich da schaffe, ihn anzuspielen. Wie gemacht von Sokrates. Sokrates von Goretzka, sorry. Da war kein Vorteil mehr. Ich hätte eigentlich gedacht, kommt der Pfiffer, da haben wir Glück. Dass genau als der Vorteil vorbei war, wir gefault haben, wir erst reingetackelt haben, das wollte ich sagen. Oh, schlechte Annahme oder schlechter Pass, eins von beiden. Wenn die Annahme schlecht wird, dann schlecht war, dann ist es halt schwer, den Ball anzunehmen. Auf jeden Fall war halt Reus komplett frei und den hätte ich jetzt schön angespielt. Keine Ahnung, ob es ein Tor geworden wäre. Was? Kein Foul. Ob es ein Tor geworden wäre, aber es wäre halt eine gefährliche Situation gewesen. Liegt doch immer noch da. Oh nein, nicht zu ihnen. Habe ich auch einen Tick zu straff aufgezogen, glaube ich. Einfach mal rausschlagen, ist auch okay. Wollen wir wechseln? Hat sich auch noch einer verletzt. Ich glaube. Lemar ist ganz gut erholt, Bellarabi, ja komm, es ist nur 1-0, es ist echt ärgerlich, dass wir noch nicht das 2-0 gemacht haben. Oh, wir haben den Ball, sehr schön. Wieder eine ganz gute Flanke und wieder kam Stindl zum Kopfball, hat aber dann an den Gegner geköpft, aber ist okay. Gott! Ja, faul, was soll es? Kostet Zeit, wir können uns wieder frisch aufbauen. Wenn ich den ganz normal in den Lauf spiele, wird er viel geiler. Das habe ich erst zu spät gesehen. Aber trotzdem schlecht ausgespielt von mir. Schwacher Pass von Bellarabi, muss man leider so sagen. Er hatte da die Gasse und er nutzt die halt nicht. Hat Musa eingewechselt bei frische Pace. Oh nein. Oh, zum Glück, ey. Es wäre so unverdient, wenn der jetzt den Ausgleich machen würde. Schöner Pass von Stindl. Wunderschöner Pass. Und Lemar hat noch die Pace und die Ausdauer. Gibt keine Elfmeter, aber er sollte auch nicht dahin passen. Ich weiß nicht, warum er zu dem passt, aber ist egal. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. Sei denn, ich bin zu blöd und lass mir nochmal den Ball abluchsen. Oh, das war richtig dumm. Wenn jetzt ein Gegentor fresst, das wäre richtig bitter.
Letzter Angriff, komm, letzter Angriff. Sehr gut. Ich wollte sogar flach ins lange Eck schießen, hat nicht geklappt. Keine Ahnung, warum er den normal geschossen hat. Und vor allem ins kurze statt ins lange. Ja, es ist natürlich trotzdem ein verdienter Sieg, aber ich ärgere mich ein bisschen, dass wir hier nicht das 2-0 machen. Tore und Schindel mal wieder bester Mann. Vorlagen, Pisscheck. Ja, echt sehr, sehr ärgerlich. Aber ich denke, Schindel ist halt echt das Stellungsspiel, so ein bisschen der Schlüssel von ihm. Das könnte auch besser sein als von Aubameyang. Ich weiß gar nicht, ob Aubameyang auf 99 kommt mit dem Chemistry-Style, den ich ihm gegeben habe. Dieses Chemistry-Style-Hunter boostet halt eine Partie, boostet halt das Stellungsspiel auf 99. Also das Boost ist ziemlich stark, ich glaube um 15 Punkte oder so. So. Gut, dann würde ich sagen, Runde Liga. Germain darf gerne wieder ein Tor schießen. Hat im letzten Spiel keins, das war nicht so geil. Ich verstehe nicht, warum so viele dieses dunkelweiße Trikot haben. Ist doch komplett nervig. So, super schneller Sturm, brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch so eigentlich ein ziemlich gutes Team. Modric, Pogba. Aber vor allem Aubameyang, war es Inform Dembele, ja, ne? Dann Inform Dembele Martial, das ist natürlich schon nicht schlecht. Konzentrieren und vor allem mehr die Abschlusschancen nutzen. Mehr Tore machen, verdammt. Oh, es wird blöd von mir. Dachte ich eigentlich, dass auch jeder zuerst rankommt. Schade. Schöner Trick. Schön, dass wir jetzt mal den Ball behalten. Noch ein Abschluss für den Player. Man hat irgendwie auch nachgelassen in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, woran liegt denn das? Das kann doch nicht sein. Ich spiele jetzt nicht schlechter oder anders. Aber vom Gefühl her, das war ein schlechter Pass, ein dummer Pass von mir. Vom Gefühl her würde ich sagen, der hat nachgelassen. Schöner Schuss von Ribéry. Natürlich auch eine gute Parade von Maurice. So, Germain, mach wieder ein Kopfballtor. Komm. Es war gerade extrem verwirrend, aber egal. Nochmal. Warte, nochmal. Ich habe schon lange auf Passen gedrückt. Wieder so ein Scheißdreck. Egal, nicht aufregen. Aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen.
Wäre meine Schuld gewesen, den Ball darf ich da nicht so dumm rausspielen. Oh, kann mal dieses Fenster da oben weggehen? Geil, dass ich nicht gesehen habe, wo Di Maria steht. Krasser Pass. Gegner spielt leider viel besser als der letzte. Es wird richtig schwer, das Spiel. Ich weiß auch nicht, ob hier eine andere Formation was bringt. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ein anderes Spiel, eine andere Formation auch noch irgendwas bringen wird. Kommt dreimal den falschen Gegner. Boah, kotzt mich das an, ey. Also erstmal krass, wie Aubameyang mich da vom Ball weghält, aber. Das Beschissene war einfach wieder, ich bekomme vorher dreimal den falschen Spieler. Ich krieg einfach nicht den Spieler, bekomme dadurch keinen Zugriff. Und jetzt wird das Spiel einfach ultra schwer. Und ich will mich einfach mal richtig anstrengen, um jetzt hier den Ausgleich zu schießen. Vielleicht mal über eine Ecke, komm schon. Oh, da hätte genau gepasst. Fuck. Ja! CPU-Kopfball und er macht ihn selber, Germain. Wieder mal ein CPU-Treffer und ich habe direkt gesehen, es wird was. Geil. Ich weiß nicht, warum ich nicht mehr den Spieler steuern konnte, aber es war dann ein CPU-Kopfball. Und die Ecken waren auch nicht so ungefährlich in dem Spiel. Wir machen den Ausgleich. Sehr geil. Ins kurze Eck und halb vor. Nice. Da haben sich die ganzen Ecken doch schon gelohnt, ey. Jetzt soll er wohl tricksen oder was? Oder warum hat er jetzt so viele Berberspins und andere Tricks gemacht? Oh, auf den falschen Spieler, wenn da einfach mal genau Player merkt, dass er angeköpft werden soll, dann wird es so eine geile Flanke, weil Player komplett frei war in der Mitte. Scheiß Lacker. Nice Luck, echt geiles Luck. Also erstmal schöner Konter von ihm, aber ich habe eigentlich den Ball, er lackt sich den zweiten Treffer, wieder nicht rausgespielt. Gut, der erste Treffer war eigentlich rausgespielt, da hatte ich einfach nur Pech, dass ich nicht den richtigen Spieler bekomme, aber das ist halt einfach nur gelackt, mit Martial den Ball nochmal zu bekommen. Und leider schießt er dann damit, ja, ein klassisches Pace-Tor, würde ich sagen. Aber egal, wir machen noch ein zweites. Ich habe auch deutlich häufiger geschossen als der Gegner, sehe ich gerade. Der Gegner hat halt einfach gute Chancen rausgespielt, aber wie gesagt, puh, also ich würde sagen, verdient ist dieses 2-1 nicht, aber es ist halt wieder eines dieser ultra knappen Spiele, das kann halt so rum oder so rum ausgehen, ist halt leider so. Ich bin nicht der deutlich bessere Spieler oder so. Na, jetzt versuche mal zu tricksen, wie es aussieht.
Aber zum Glück wurde er dann nicht belohnt für diese teilweise nicht so gut eingesetzten Tricks. So soll er auch nicht dribbeln, der Germain. Schwacher Abschluss, gute Situation. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr ausspielen können. Richtig geil verteidigt, richtig gut mitgelaufen. Können wir echt nur froh sein, dass der Abschluss dann so schlecht war. Eigentlich ist es hier das 3-1. Aber es ist einfach nur der Fehler von meinem Innenverteidiger. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Perrin oder Marquinhos war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er da nicht mitläuft. Er läuft erst mit und stoppt dann aber. So war es nicht geplant. Ich wollte die Schussdeutung hinten stand machen. Ich merke schon, dass ich wieder ein bisschen aufgeregter spiele. Das Ganze wieder ein bisschen mehr aufregt. Oh, auch ein schöner Kopfball zum Gegner. Muss einfach wieder ruhig werden. Wir haben definitiv Möglichkeiten, hier noch ein 2-0 zu machen. Wir haben auch noch genügend Zeit für das 2-0. Schön mitgenommen. Haben wir den Ball zu lang gehalten, leider. Also Pass. Muss mal wechseln, fällt mir gerade ein. Kann der Lonzer noch richtig viel Power, was ist denn da los? Überlege, ob ich eine andere Formation gehe, aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl mit dieser 4-2-3-1. Ich glaube nicht, dass eine andere was bringt. Und dann werde ich wieder hinterherrennen mit der anderen und gar keinen Abschluss mehr bekommen. Habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Leider abgefälscht. Aber vielleicht machen wir jetzt noch mal einen Tor über eine Ecke. Komm schon. Und? Ja! Germain macht das nächste Kopfballtor. Wie geil ist das denn? Zwei Kopfballtore in einem Spiel. Und dann halt auch noch nicht aus dem kurzen Eck heraus, sondern ins lange Eck. Und aus der Mitte des Spiels. Sehr geil. Germain, so Kopfballstark ist krass, ey. Gegen Smalling, zweite Kopfballtor. Zwei Kopfballtore in einem Spiel, das ist echt sehr selten. In FIFA 17, vor allem vom gleichen Spieler auch noch. Ich sag da, Germain ist geil.
Schade. Aber vielleicht hätte das dritte Kopfballtor, das wäre natürlich krass. Das haben wir dann auf jeden Fall noch nie geschafft. Also drei Kopfballtore in einem Spiel. Wäre neu. Was ist denn hier unten wieder los? Meine Fresse. Okay, aber komm, jetzt das dritte Tor wäre so geil. Jetzt das dritte Kopfballtor wäre so unglaublich geil, egal von wem. Es ist wieder knapp, es ist wieder knapp. Und abgefälscht. Oh. Das war wieder ultra knapp. Also Germain hätte wirklich fast das dritte gemacht. Komm jetzt, jetzt aber. Oh nein, er macht wirklich das 3-2 in der 90. Oh, meine Fresse. Nur solche scheiß Pace-Tore. Zum Kotzen. Und nur weil Bellarabi diesen Ball dann verliert und der Gegner so beschissen kontert, ey. Zum Kotzen. Oh, meine Fresse. Das geht richtig geil los, diese Weekend League. Oh, das ist natürlich eine super bittere Niederlage. Eine richtig, richtig bittere Niederlage. Und das war's. Das schaffen wir nicht mehr auszugleichen. Fuck you, ey. Oh, scheiße, Mann! Aber bleibt man bis zum Ende dran und dann schießt er drei solche Kack-Pace-Tore, ey. Und vor allem das letzte schön von Bellarabi vereiert den Ball. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu offensiv gewesen mit Bellarabi, aber trotzdem, ey, wie. Was war das? Oh, fuck, Mann. Und ich hatte natürlich den Spieler des Tages, was sonst. Das war wieder so ein knappes Spiel, meiner Meinung nach auch kein verdienter Sieg für den Gegner, aber in den knappen Spielen kann es halt passieren. Jetzt haben wir wieder drei Niederlagen und zwei Siege, ey. Nee, Quatsch. Wir haben drei Siege und drei Niederlagen, aber es ist trotzdem scheiße. Selbst wenn ich jetzt, wie gesagt, auf 10 Siege komme, ist es bestimmt schlechter als letzte Woche, aber egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.